Maultaschen. Angeblich wurden sie erfunden, um das in der Fastenzeit verbotene Fleisch vor dem Herrgott zu verstecken im Nudelteig. Zu verstecken brauchen sie sich heute nicht mehr, im Gegenteil, wer sie selbst macht, hat allen Grund, sie stolz herzuzeigen. Für 8 Portionen pro Portion ca. 695 Kilokalorien, 2 Stunden Zubereitung für den Nudelteig, Mehl, Eieröl, eine türkische Lira Salz und 5 bis 6 Esslöffel lauwarmes Wasser in eine Rührschüssel geben. Zuerst mit den Knethaken des Handrührers, dann mit den Händen zu einem glatten, elastischen Teig verkneten. Ist der Teig zu krümelig, wenig Wasser dazugeben, klebt er an den Händen, noch etwas Mehl unterkneten. Den Teig in Frischhaltefolie bei Zimmertemperatur ca. 30 ruhen lassen. Zweitens, inzwischen für die Füllung die Brötchen in warmem Wasser ca. 10 einweichen. Speck ohne Schwarte ganz fein würfeln. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Lauch putzen, der Länge nach aufschlitzen, waschen und fein schneiden. Petersilie waschen und trocknen, die Blättchen fein hacken. Drittens, in eine Pfanne die Butter schmelzen, den Speck, die Zwiebeln und den Lauch hineingeben und ca. 5 bei mittlerer Hitze anschwitzen. Die Petersilie unterrühren, die Mischung abkühlen lassen. Die Brötchen gut ausdrücken, zerzupfen mit Hackfleisch, Brett, Speck, Zwiebelmischung, Spinat, Eiern, Semmelbröseln, Majoran und Gewürzen, vermischen und kräftig abschmecken. Viertens, den Nudelteig in 2 bis 3 Portionen in der Nudelmaschine dünn ausrollen und auf die Arbeitsfläche legen. Die erste Teigplatte mit etwas Wasser bepinseln. Die Füllung portionieren, dünn auf der ganzen Teigplatte verstreichen, dabei an den Längskanten je ca. 2 cm freilassen. Teig von beiden Seiten leicht überlappend darüber schlagen und andrücken. Den Teigstreifen ca. alle 6 cm mit einem Kochlöffelstiel andrücken, dann mit einem scharfen Messer durchtrennen. Maultaschen auf ein mit Mehl bestäubtes Brett legen und mit den restlichen Teigportionen ebenso verfahren, bis alle Maultaschen fertig sind.